Marius hat ein Video gemacht, wo er ein Hausfloß fürs Angelcamp 2 baut. I am gespannt, sagen die Leute, glaube ich. Ach du heilige Mutter Gottes und Maria. Richtiges Rock am Ring-Feeling, doch nochmal dieses Jahr. Das Ding ist abgehoben. Episode 1, sind das mehrere? Was macht denn fürs Angelcamp oder zum Floß? Vor so einem Monat hat uns Knossi angerufen und hat uns gefragt, ob wir nicht Lust hätten, für das Angelcamp 2 was Cooles zu bauen. Haben ein bisschen telefoniert und kamen dann alle zusammen auf die Idee, dass so ein Hausfloß eigentlich ganz geil wäre. Willst du nicht auch was dazu sagen? So, ja, ist cool. Ist das ein Vlog? Ah, oh, Alter, wie crazy ist das geschnitten mit dieser Kreideschrift? Ist ja voll cool. Deswegen bauen wir jetzt in den nächsten Videos ein Hausfloß. Das bedeutet ein Floß mit einem Häuschen drauf, mit Strom drauf, Grill, weiß nicht was. Da ist jetzt meine Facecam drüber, aber hier hinter ist auch so eine Kreidezeichnung. Das ist ja voll irre. Noch alles. Weil wir das nicht bei uns in der Wohnung machen können, fahren wir jetzt gerade zu meinen Eltern und bauen das bei denen im Garten. Die freuen sich sehr. Wir haben die Fester für unser Floß. Schauen wir zu meinen Eltern. Boah, ein Garten, ne? Guck mal, so ein gepflegter, schöner Garten. Das weißt du, sind Leute, die haben die haben es einfach unter Kontrolle. Schon wieder neidisch. Ich sehe einen Garten und ich kriege Schmerzen in mir, weil ich so gerne das will. Es ist wirklich langsam ein Problem. Das Ding ist halt so, das war schon vor ein paar Jahren war das Thema groß, aber es wird immer schlimmer. Immer wenn wir diese Videos gucken, es ist echt ein Thema inzwischen. Eltern bestellt. 10 Stück davon. Boah, die sind größer als ich dachte. Ja, 320 Liter. Boah, was ein Oschi, Alter. 10 davon kommen unter das Floß. Warum wir übrigens bei meinen Eltern sind, ist, hier gibt es einen großen Garten und da haben wir Platz zum Floß bauen. Und hier hinten bauen wir die nächsten Tage das Hausfloß. Das wird nämlich. Na, da freuen sich die Eltern, ne? Hoffentlich erstmal schön Urlaub gemacht, wenn das Kind wieder durchdreht und ein Riesenfloß im Garten baut. Ich ein bisschen zu groß, als dass es in unsere Wohnung passt. Bau. Bambi, danke schön für die 17 Monate. Danke für den Support, Leute. Markt. Bau. Markt. Wir brauchen neues Werkzeug. Für den Ventilator. Boah, einfach Traum, oder? Stell mal vor. Oh. Dankeschön für die Wochengeschichte. Einfach absoluter Traum. Irgendwann habe ich den Platz für so eine eigene kleine Werkelecke. Ich sag's euch, wie es ist. Irgendwann habe ich den Platz. Und dann gehe ich irgendwann mal durch den Baumarkt und sage so, okay, ich habe jetzt Geld X-Summe mitgenommen und kaufe mir coole Werkzeuge und dann habe ich alles da. Mhm. Mhm. Elternsafe nach Dubai ausgewandert. Verkaufen. Davon aber doppelt hier. Das gehen wir noch ins Auto. Ich würde sagen, ja. Gehen wir noch mehr ins Auto? So, wir waren 6 Stunden im Baumarkt und haben jetzt so... Traum einfach, Traum. Das meiste des Baumaterials geholt. Wände vom Haus, Dach vom Haus, das Haus an sich. Ach, da kommt ein Haus auf diese Hausfloß. Ah, oh, ich dachte nur ein Floß. Da steht doch sogar Hausfloß. Warum bin ich denn so bekloppt jetzt? Fußboden, Passi. Schwimmen. Dann sägen wir erstmal hier ein bisschen in der Garage mit unserer neuen Kappsäge. Ich höre selten zu. Ah! Oh nö. Oh, Anleitung. Ich dachte, die ist schon fertig. Ui. Ja, okay. Boah, das ist mit Laser. Wir drehen erstmal jetzt den Swag auf und dann drehen wir die Säge auf. Boah, ist laut. Reiner Schnitt. Warte, lass mich einmal kurz durch. Ich gucke aus der Ferne zu, wenn du das machst. Wie einfach, das geht nicht runter. Ja, durch die Butter. Ja, guck mal, wie glatt der Schnitt ist. Warum haben wir sowas nicht schon früher geholt? Weil geizig war. Ja, das stimmt. Ja, dann machen wir jetzt mal die Schnitte. Wir sollten jedes Mal Sägen zeichnen, dann sind wir am genauesten. Ja, ich kann keinen sägen. Ja. Ich hab da Spaß dran. Ja, das glaube ich dir. Man kann es auch mal ein bisschen anzeichnen, dann ganz nämlich Genauigkeit. Nee, ich säge lieber. Kopfhörern fühlt man sich wie so ein DJ. Ich glaube, die drücken mal auf die Ohren, oder? Und ich komm drauf an, wie viel Bass du reindrehst. Dreh den Bass auf und los geht's. Erstmal die Scheiße mal nach. Oh. Hätte ich ja direkt Panik, dass ich mir irgendwie einen Fuß absäge, wenn das so auf dem Boden steht, ne? Flashback zu 1. Eine Frage, bist du schon geimpft? Ich mach einfach mal das Video weiter. Ach, stille mit der Scheiße, Junge. Guck mal, genau 96,9. 96,9? Ja. Das ist ganz scheiße. Heilige Mutter. Komm, der sieht gut aus. Den fühle ich. 97, 4,5. Ja, ist gut. Das passt.
hab richtig Spaß gerade. Du musst jetzt von der Säge weg, Marius. Alles? Wir haben jetzt wirklich in 10 Minuten. Diese Säge ist so geil. Ich bin einfach so. Oh, er war fertig. So, dann ab in den Garten. Ab in den. Ja. Ab in den. Ab in den Urlaub. Garten. Ab in den Garten und Fässer bauen. Schlag mich. So dick und doof. Wer ist der? Ich bin dick. Didi, danke schön. Stufe 2 Sub. Danke für den Support. Muchas gracias. Und du bleibst weiter in der Abo-Falle. Oh no. Scheiße, es fängt zu regnen. Kacke. Regen. Ja, wir sollten gleich mal unseren Pavillon aufbauen. Ach du Scheiße, das ist geil. Pavillon im Regen aufbauen. Richtige Rock am Regen-Feelings langsam. Jetzt kommt wieder Sonne. Danke, Sommer. Trotzdem ja, bauen wir das trotzdem auf, oder? Ja, ja. Der Morgen soll den ganzen Tag regnen, ne? Ja, Digga, jetzt ist auf einmal wieder Sommer, was ist denn das? In der Ecke, oder? Ja. Und tschüss. Wow, 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 wow! Das Ding ist abgehoben. Oh Gott, Alter. Der Wind ist way too fast. Das hätte es niemals. Nee, das könnte. Du musst ja nicht Steine draufpacken. Wir kommen in unsere Base, die jetzt hoffentlich nicht mehr wegfliegt. Die erste Sache, die wir jetzt bauen, ist die Konstruktion, wo die Fässer später reinkommen. Das heißt, die ganze Basis, auf der das Ganze später schwimmt. Boah, das geht so schief. Jetzt für meinen Arm ein oder so. Also ein so ein Fass hat theoretisch 220 Kilo Auftrieb. Wir haben 10 Stück davon. Das macht 2,2 Tonnen, die wir eigentlich aufs Wasser stellen sollten können. Das berechnet er so. Ich würde dem Ganzen nicht trauen. Aber ich vertraue Marius, der hat schon viel, ja. Wollen wir zu kämpfen? Ich frage, wer verliert? Nur auch deine Handschuhe, Arbeitssicherheit und so. Ja? Das kommt konzeptionell jetzt. Na, du musst ja schon ordentlich arbeiten. Lass dich das ja drauf schwimmen. Hier. Dann hast du die dazwischen. Ich hab ein komplettes Loch hier in der Hose. Bitte nicht reingucken einfach. Oh, oh. Was ist denn mit diesem Wind da los? Das ist ja heftig. Ja, das ist doch tipptopp. Wollen wir mal umdrehen? Ja, ey, das schwimmt zu 1000%. Und davon? Ich steh auf! Davon bauen wir jetzt noch 4 Stück. Ich bin fasziniert. Einfach wieder was machen, ne? Ich find's gut. Hört ihr das? Ist einfach gut. Es ist gerade mega am Regnen. Ich bin so, so froh über unseren Pavillon. Wir machen den hier gerade noch ein bisschen regendichter. Alle 4 Dinger hier sind jetzt fertig. Bevor wir jetzt aber die Fässer dran schrauben, müssen wir testen, ob die wirklich wasserdicht sind. Weil wenn die voll laufen... Schrauben? Schrauben und wasserdicht? Schrauben? Ich dachte, die binden die da fest mit so ganz vielen Seilen. Ich würde da jetzt nicht reinbohren. Schrauben? Haben wir ein U-Boot. Machen wir jetzt das Ding mal voll mit Wasser. Packen da mal so ein Fass da rein und gucken, ob das dicht hält. Passt das überhaupt da rein? Das passt nicht da rein. Wir sind so dumm. Wir haben ein neues Fass, das ist größer. Ey, das hat Auftrieb. Schüttet ihr das mit einer Gießkanne da rein, wenn neben dem einfach so ein Schlauch hängt, wo man das Wasser anmachen kann? Was passiert denn hier? Ich kann mich da draufsetzen. Genau, machen ein bisschen Floßbewegung. Sascha springt so ein bisschen auf dem Floß rum. Dann wird sich ja nicht bewegen. Ob da jetzt Wasser reingekommen ist. Fuck. Wenn der Ball so ein bisschen schon reintropft, wenn das richtig unter Wasser ist, dann kommt da auf jeden Fall Wasser rein. Dann müssen wir jedes Fass nochmal abdichten. Wir ballern hier an die undichte Stelle ein bisschen Dichtungsmasse jetzt. Das sollte doch dicht halten dann. Wäre wichtig, dass es funktioniert, sonst hat unser Floß die wichtigste Funktion nicht. Schwimmen. Lassen wir es über Nacht aushärten und dann können wir morgen gucken, ob das dicht hält. Wenn es trocknet, bauen wir den Boden jetzt erstmal noch fertig. Dann sehen wir erstmal, wie groß das Floß jetzt wirklich wird, ne? Alter. Das? Das? Ist
ist eine Größe. Ist das fucking Kloß, Peter. Da kannst du Marathon drauflaufen. Dann schrauben wir den Kram jetzt erstmal hier zusammen, würde ich sagen. Und dann kommt die Terrasse drauf. Terrasse. Das wird so geil. Das kannst du doch nicht zu zweit heben. Ich habe, seitdem ich hier ausgezogen bin, vor 5 Jahren, nie wieder ein Video hier oben in dem Zimmer gedreht, ne? Bevor wir jetzt anfangen, richtig fett zu bauen, müssen wir erstmal einen Plan machen, was wir genau denn bauen wollen. Das machen wir in 3D am Laptop. Den Laptop habe ich übrigens neu bekommen im Rahmen von den Intel Gamer Days bei Saturn. Ab den 31.08. gibt es da diesen Laptop und noch viele andere Devices. Checkt einfach mal den ersten Link in der Beschreibung, ob ihr euch dafür interessiert. Wir bauen jetzt mal unser Traumhaus los in Unreal Engine und da testen wir mal. Grinsekatze, dankeschön für den Prime Sub. Was das Ding aussieht, bei Unreal Engine zieht Leistung. Aktuell sieht es ja bei uns so aus. Wir haben ja die Fässer und die Unterkonstruktion und das würde theoretisch ja auch schon schwimmen. Hoffentlich. Hoffentlich. Als nächstes die Terrasse. So, dann halt noch Haus. Es hat halt irgendwie wenig Form, ne? Probier mal das Dach ein bisschen länger zu ziehen einfach, also ein bisschen rechteckiger. Irgendwie sowas? Haus. Los. Kurz ein bisschen Inspiration holen. Da, sowas meine ich in die Richtung. Sowas? Oh, mit so Schnüren. Das ist geil. Ich würde halt die hier dann quasi rauslöschen. So, und dann würden wir hier zwischen halt so Schnüre machen. Und dann habe ich noch eine Idee gehabt. Oh, das ist cool. Da müssen wir aber für die Jungs auch noch Schwimmwesten holen. Falls die untergehen. Ey, wenn wir das so gebaut bekommen, wird das richtig cool. Und dann sieht's auch ein See, hoffentlich, später. Nicht so. Ach du heilige Mutter. Dann können wir uns daran auf jeden Fall orientieren. Ja. Darf ich sagen, mal vielen, vielen Dank an Intel, dass ihr das Projekt so supportet. Und wir bauen jetzt. Heute bauen wir die Terrasse. Die Nachbarn morgen sorgen. Die freuen sich. Erster Stabilitätstest. Hast du? Da passiert gar nichts. Da passiert ja nichts, das hält ja locker easy. Und dann, wenn du nicht nur auf den Dingern gehst, sondern bestimmt da die Bretter hast, dann verteilt sich das Gewicht ja bestimmt nochmal auch ganz anders. Das ist doch super. Ja, guck das mal. Also, du hast Vertrauen. Ja, auch gebaut. Na dann. Musik an, Terrasse drauf. Sogar Schrauben, da machen doch immer so coole Leute, machen so pack, pack, pack mit so einem Tacker-Ding, weil das so viel schneller geht, oder? Jetzt wird das Ding Nageldruckluftteil. Kenn mich aus auf dem Bau, ihr könnt mich angejiren. So sagt man. Ist gut, Holzleim, einfach ein bisschen kleben. Uhu. Puma die Ace, dankeschön für den Prime Sub. Ich liebe das richtig zu einem Floß. Oh, ich bin so dumm. Ich find's so geil, einfach auf was zu sitzen, was vor einer Stunde noch nicht da war. Let's fail, dankeschön. Für die Bits. Und Henrikex, dankeschön für den Sub. Ja, Abo-Fall. Alter, arschgeile Nummer. Ey, wir sind komplett fertig mit der Terrasse jetzt. Aber es hängt auch gerade richtig heftig an zu regnen. Aber yo, zieht euch mal rein, wie groß das ist. Hier kannst du auch rumspringen. Stellen wir kurz hier Handicap. Wie transportiert man das? Also noch sind ja die Dinger darunter jetzt nicht festgemacht. Aber wenn da ein Haus drauf ist und du baust das hier zusammen, bauen die das nochmal auseinander? Oder ist das schon so ein Spot, wo man das wieder drauf machen kann? Anhänger? Kamera. Das ist halt spannend. Die Kamera steht jetzt am einen Ende. Das ist fast 5 Meter. Und da, wo der Pavillon jetzt quasi steht, kommt dann später das Haus drauf. So, erstmal wieder unterstellen, ey. Ist schon kalt im Regen so, ne? Ja, wird schnell frisch. Nicer neuer Style. Feier ich, finde ich gut. I like this.